Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Serie für die moderne Wundmedizin für Laien. Heute geht es um die Reinigung und Desinfektion von Wunden. Wir verwenden grundsätzlich nur dieses Material. Wir haben zu einem für die Reinigung haben wir Natriumchlorid. Das ist eine sterile Kochsalzlösung. Das ist einfach eine ganz normale Reinigungsampulle für Augen, 20 ml. Das ist eine ganz tolle Sache. Ihr könnt aber auch ganz normales Leitungswasser verwenden, wenn ihr jetzt in der Schweiz seid. Ich nehme an, in Deutschland und Österreich wird das Leitungswasser auch rein sein. Und dann haben wir diese Tupfer. Diese Mulltupfer, die sterilen, dann noch das Desinfektionsmittel. Wir öffnen diese Verpackung und sprühen das Desinfektionsmittel auf diese Tupfer, dass diese wirklich nass sind. Was wir nicht machen, ist, wir sprühen nicht das Mittel einfach auf die Haut, weil unsere Haut hat auch Bakterien und es kann sein, dass da Verunreinigungen wieder zurückgehen und das möchten wir eigentlich nicht, dass das in die Wunde reinkommt. Darum, wir sprühen immer nur auf die Tupfer drauf. Beim Octenisept ist halt zu sagen, das ist ein Medikament, auch wenn es nur eine Wunddesinfektion ist. Das ist wichtig, dass ihr euch einfach rechtlich absichert. Dazu braucht ihr einfach die Kompetenzen von einem Arzt oder wenn ihr zum Beispiel Betriebssanität seid und das verwendet, dann müsst ihr mit den Mitarbeitern so eine Einverständniserklärung machen, die aufklären, dass ihr für Wundversorgung das Octenisept verwendet und die Inhaltsstoffe aufschreiben und das bestätigen lassen, dass falls die Mitarbeiterinnen welche Allergien haben, dass sie das mitteilen in diesem Dokument. Bei so spontaner Erste Hilfe würde ich davon von der Wunddesinfektion absehen, außer es ist im privaten Bereich klar, wenn jetzt irgendwo ein Freund oder so sich verletzt hat, habe ich da überhaupt keine Bedenken, das anzuwenden oder im Familienumfeld mache ich das problemlos. Damit könnt ihr kleinere Schürfwunden reinigen. Jetzt Unterschiede habe ich jetzt keine große gemerkt, sind alle gleich. Die von Kalf, die riecht einfach übel, also einfach nicht gut. Die von Vero riecht genau gleich und die Ypsilin, die schmeckt halt ein bisschen mehr nach Spital, würde ich jetzt diesem angenehmsten finden, aber ich denke, von der Anwendung spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihr jetzt eine von Kalf habt oder von Vero oder Ypsilin. Den Zweck erfüllen alle den gleichen.